Hallo ihr Lieben. Ich habe eine kleine Überraschungspost bekommen von der lieben Medi. Schaut mal, ich habe das Paket schon aufgemacht und ein bisschen reingespingst. Wundert euch nicht, ich drehe heute unten im Wohnzimmer, weil mein Mann oben noch am Schlafen ist und das Kind ist in der Schule. So, und ja, ich zeige euch mal, was ich mir Tolles eingepackt habe. Ich habe schon, wie gesagt, ein bisschen reingeschummelt. Wenn ich das so ein bisschen guck mal da, das ist so ein Läufer. Ich denke, damit es ein bisschen geschützt ist. Ich schiebe mir das, glaube ich, noch ein bisschen. So, zum einen habe ich hier ein Buch für, ich denke, es wird viel für den Zwerg bei sein. Heieiei. Ja, das ist so ein etwas, ich würde gerade sagen, dickeres Bastelbuch, aber hier sind so verschiedene Bastelseiten drin. Dann haben wir einmal Lego, total cool. Lego ist ja genau seins. Das fand ich auch mega cool. Das ist so ein Washi-Tape, was als Straße gemacht ist. Und hier sind noch so Schilder als Aufkleber. Mega cool. Dann habe ich hier so kleine Eier. Surprise, Blocking, Wild Animals. Sind so klein, wie Lego ist das gemacht und dann sind so kleine Tiere drin. Davon hat sie mir. Das ist, sieht auch sogar aus wie Lego, schaut mal. Also, ja, Lego ist ja das und das sind, ja, Steckbauglötze, heißt das so. Ja, auf alle Fälle sieht es ähnlich aus. Dann habe ich hier total cool einen Namensstempel. Vom Zwerg, voll mega. Freue ich mich sehr drüber. Hier steht, dass der Flecken verursachen kann. Also hoffe ich, dass der so gesehen ein bisschen wasserfest ist. Ja, dann haben wir hier ein Playmobil-Männchen. Sowas geht natürlich auch immer. Genauso wie Autos. Dann habe ich entdeckt einmal Power-Traktoren, das wird cool. Das sind aktuell so eine Kartenspiele liebt der, wo man so sich gegenseitig betteln kann, so gesehen. Dann haben wir hier Sticker, auch für 10 Cent. Cool, sowas gab es bei uns gar nicht. Dann, oh Gott, lecker, super, eine leckere Raffaello-Schokolade. Dann haben wir hier ein Notizbuch vom Kick mit Streifen, ne? Ich verstehe es nicht. Warum machen die denn immer alles mit Streifen? Mach doch mal was kariert. Dann haben wir hier ein McDonald's-Buch. Komm mit, kleiner Fuchs. Das habe ich, glaube ich, schon. Das ist eine total süße, niedliche Geschichte. Die gab es damals bei McDonald's. Aber super cool. Gebe ich ab. Dann haben wir hier eine Handlettering-Dekoration mit einem E. Ich weiß nicht, ich glaube aus Holz. Mal gucken. Ein Adventskalenderbuch. Boah, guckt mal, was das mal gekostet hat. Und jetzt reduziert auf 1 Euro. Dann haben wir hier Stifte mit Radiergummi. Das ist auch immer gut. Dann haben wir hier so ein Set. Hier sind Filzstifte drin und ich glaube, so zum Pusten ist das. Und hier ist noch ein Buch drin. Voll cool. Dann habe ich schon was entdeckt. mal gucken. Squeezy Balls. Ein Mini-Set. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ich glaube, das darf dann mein Mann machen. Dann ist hier eine Fotogeschenkebox drin. Meine Fotos. Davon sind nämlich ganz viele Sachen drin, von diesen gestreiften Sachen. Hier ist noch eine. Meine Fotos. Meine Fotos. Ach, sind ganz viele verschiedene. Von meiner Freundin Conny. Aber das ist ja egal. Und wenn man keine Fotos reinmacht, macht man irgendwas anderes Cooles rein. Also schön gestreift. Sehr schön. Dann haben wir hier eine
Schleichfigur Eldrador Creatures Limited Edition. Cool. Kenne ich nicht. Ein Schlüsselanhänger für mich. Sehr cool. Jetzt muss ich Karton kurz runtersetzen. Dann habe ich hier ein Stationery Set. Schaut mal, statt 5 nur noch 1 Euro. Da gucken wir natürlich auch rein. Radiergummi, Bleistifte und Buntstifte. Ja, sehr cool. Haben wir hier noch ein Minions-Puzzle. Mit zwei Kartenglases. Werden wir ausprobieren. Ein Puzzle, 100 Teile. Probieren wir aus. Hier steht irgendwas. Englisch ist nicht so meins. Zweimal Kartenglases. Schauen wir mal. Einen Stempel und noch einen Stempel. Und dann haben wir also Arte Tamagotchi. Benjamin Blümchen. Sehr cool. Kann man zumachen. Aber also heißt das Tamagotchi Blue Oceans Entertainment? Ja, also ich glaube, früher hatten wir das als Tamagotchi. Jetzt haben wir das nicht. Was haben wir hier? Hier steht noch eine Nachricht drauf. Der Stift ist leider kaputt, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was damit anfangen. Und zwar ist hier mein erstes Wissensquiz. Ja, wir gucken mal. Vielleicht mit den Karten. Sehr cool. Liebe Medim, ganz herzlichen Dank. Hier ist noch der Tischläufer. Packe ich jetzt wieder in die Kiste. Und ja, wir sind heute ein bisschen unterwegs. Das Video kommt, denke ich, auch erst später online. Jetzt piepst es. Ich werde das nachher mit dem Zwerg nochmal auseinanderpacken und denke, der wird sich mega über viele Sachen freuen. Also ganz, ganz lieben Dank. Für dich geknuscht und gedrückt. Und ne, wir haben ja schon geschrieben. Ich weiß, was ich do. So, ihr Lieben. Also, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Vielleicht so eine kleine Inspiration, was es denn immer mal so reduziert gab oder gibt. Oder was man so Schönes kaufen kann. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.